In diesem Video geht es um Versmaße und Metren, die in der Schule wichtig sind. Versmaße sind im Prinzip nichts anderes als eine bestimmte Reihenfolge von betonten und unbetonten Silben in einem Gedicht. Es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Versmaße. Die betonten Silben nennen sich dabei Hebung und die unbetonten Silben sind die Senkung. Die wichtigsten vier Metren habt ihr jetzt hier. Der Jambus hat zuerst eine Senkung und dann eine Hebung. Das ist zum Beispiel bei nach Haus. Als Beispiel für den Jambus habe ich jetzt hier die drei Verse. Die nennen sich: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Silben anschauen und überlegen, welche ist betont und welche ist nicht betont, dann sehen wir das so. Der Mond ist aufgegangen. Also Mond wird betont, auf wird betont und Gang wird betont. Jetzt haben wir schon mal eine unbetonte und eine betonte. Jetzt schauen wir mal weiter. Die goldenen Sternlein prangen. Also Gold, Stern und Prang wird betont. Dann überlegen wir noch weiter. Am Himmel hell und klar. Haben wir Himmel hell und klar. Also sehen wir, es ist immer eine unbetont und eine betont. Also muss es der Jambus sein. Der Trocheus hat zuerst eine Hebung und dann eine Senkung. Ist also genau umgekehrt wie der Jambus. Das ist zum Beispiel bei Hochhaus oder Wolke. Als Beispiel für den Trocheus habe ich die drei Verse hier. Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen. Wenn man sich jetzt auch hier wieder die einzelnen Silben anschaut, dann hat man aus der Wolke. Also aus der Wolke. Wenn man sich jetzt die nächsten Verse anschaut, quillt der Segen. Also quillt und Segen. Und strömt der Regen. Und das ist der Tracheus. Der Anapest hat drei Silben. Da sind zuerst zwei unbetont und dann ist eine betont. Das ist zum Beispiel bei Elefant oder Wäscherei. Als Beispiel für den Anapest habe ich: Und es wallet und brauset und siedet und zischt. Wenn wir uns das jetzt auch wieder Silbe für Silbe anschauen, dann sieht man: Und es wallet und brauset und siedet und zischt. Wenn wir uns das dann als kleine und große X vorstellen, das heißt, das kleine X ist nicht betont, das große X ist betont, zwei unbetonte Silben und eine betonte Silbe. Der Dactylus ist genau umgekehrt, das heißt, wir haben zuerst eine Betonung und dann zwei, die nicht betont sind. Das ist zum Beispiel bei Königin. Als Beispiel für den Dactylus habe ich die zwei Verse hier. Ehret die Frauen, sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben. Wenn man sich das also genau anschaut, dann hat man: Ehret die Frauen, sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben. Das heißt, dass hier auf eine betonte Silbe zwei unbetonte Silben folgen.